Hallo, ich bin Elisabeth Schönberger. Ich unterrichte Biologie und Geografie am Ella-Lingens-Gymnasium in Wien und ich erkläre euch heute ein paar Hintergründe zum Coronavirus. Coronavirus, Wuhan-Virus, Covid-2019, 2019-nCoV oder SARS-CoV-2. Wie heißt es denn jetzt wirklich? Coronavirus ist eine Überbezeichnung für viele verschiedene Viren und dazu zählt eben auch dieses SARS-CoV-2-Virus, das eben aktuell interessant ist. Und das SARS-Virus, das 2003 eine große Krankheitswelle verursacht hat. Wuhan-Virus und 2019-nCoV sind Bezeichnungen, die dieses neue Virus anfangs hatte. Mittlerweile hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, den offiziellen Namen SARS-CoV-2 vorgeschlagen. Und Covid-2019 ist die Krankheit, die durch dieses Virus ausgelöst wird. Um die Corona-Krise genauer zu verstehen, ist es wichtig, einmal zu wissen, was ein Virus überhaupt ist. Ein Virus besteht aus einer Nukleinsäure, das kann eine DNA oder eine RNA sein, und einer Hülle. Nicht alle Viren haben eine Hülle, aber alle Viren, die Menschen befallen. Und dazu zählt zum Beispiel auch Gelbfieber-Viren, Influenza-Viren, Röteln, Herpes-Viren, Masern, Tollwut und viele andere mehr. Auch die Coronaviren haben eine Hülle. Und sie zählen zu den RNA-Viren. Nochmal zum Vergleich, was ist der Unterschied zwischen DNA und RNA? Der Unterschied ist hauptsächlich im Zucker. DNA bedeutet Desoxyribonukleinsäure und RNA bedeutet Ribonukleinsäure. Das ist einfach ein Zucker, der ein bisschen anders ist. Die DNA ist eine Doppelhelix, das sehen wir da im rechten Bild. Das heißt, es ist sehr viel stabiler. Und die RNA ist eine Einfachhelix. Die DNA hat zusätzlich noch bestimmte Proofreading-Elemente, das heißt, wenn ein Fehler passiert, können diese Proofreading-Elemente ausfindig machen, dass der Fehler passiert ist und diese Stelle wird dann noch einmal ausgebessert. Bei der RNA fehlen diese Elemente, darum können RNA-Viren auch besonders leicht mutieren. Im menschlichen Körper kommen sowohl DNA als auch RNA vor. Die DNA ist die Speicherform des genetischen Materials und bei der Herstellung von Aminosäuren und später Proteinen spielt die RNA eine wichtige Rolle. Und das machen sich die Coronaviren zunutze. Die Coronaviren vermehren sich über den lytischen Zyklus. Das heißt, am Ende der Vermehrung der Viruszellen stirbt die Wirtszelle ab. Und daraus entstehen dann eben diese Krankheiten. Das Virus dockt über bestimmte Proteine an einer Wirtszelle an. Das sehen wir da im ersten Bild. Im zweiten Bild ist ersichtlich, wie das Virus seine eigene RNA in die Wirtszelle einschleust. Durch bestimmte Proteine und Enzyme wird dann die zelleigene DNA zerstört. Und dann kann nur mehr die RNA vom Virus repliziert werden. In der Zelle baut sich dann über einen sehr komplizierten Prozess, das ist auch noch nicht so genau ausgeforscht, wie das genau funktioniert, bauen sich dann die neuen Viren auf. Und am Ende des Zyklus, sieht man in dem Bild 4, wird die Wirtszelle aufgelöst und sehr viele neue Viren können wieder neue Zellen anstecken. Zwei wichtige Coronaviren ist das SARS-Virus von 2003 und das SARS-CoV-2-Virus, das eben jetzt aktuell interessant ist. Coronaviren kommen ursprünglich in Fledermäusen vor. Fledermäuse werden aber nicht krank davon. Sie haben ein sehr gutes Immunsystem und haben Antikörper gegen diese Coronaviren. Diese Coronaviren sind von Fledermäusen irgendwie auf den Menschen übergegangen. Es ist unwahrscheinlich, dass es direkt von Fledermäusen auf den Menschen gegangen ist, wahrscheinlich über Zwischenwirte. Diskutiert werden da Schlangen als Zwischenwirte, aber so ganz weiß man das auch nicht, wer der Überträger war. Mehr zu SARS und dem aktuellen Coronavirus machen wir dann später. Viren können Tiere, Pflanzen und Bakterien befallen. Und es gibt viele verschiedene Arten, wie Viren sich vermehren können. Viren können sich jedenfalls nicht selbst vermehren. Viren sind keine Lebewesen, sie brauchen immer eine Wirtszelle, um sich vermehren zu können. Die Wirtszellen für das Coronavirus befinden sich hauptsächlich im hinteren Rachenraum. Das ist im Gegensatz zum SARS-Virus von 2003. Damals waren die Wirtszellen tief unten in der Lunge. Das heißt, damals musste man schon ganz deutlich aushusten, um den Virus in die Luft bringen zu können. Jetzt muss ich nur ganz leicht husten und schon schleudere ich die Viren durch die Gegend. Daher ist die Ansteckungsrate von dem neuen Coronavirus sehr viel höher als beim SARS-Virus. Dazu kommt noch, dass die Inkubationszeit beim neuen Virus relativ lange ist. Die dauert 14 Tage. Beim SARS-Virus von 2003 ist man, sobald man eigentlich infiziert war,
sehr schwer krank gewesen. Das heißt, man ist im Bett liegen geblieben und hat wenig andere Leute angesteckt. Jetzt dauert es 14 Tage von der Ansteckung bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die ersten Symptome verspüre. Das heißt, ich gehe 14 Tage gesund durch die Gegend und kann aber in der Zeit andere Menschen anstecken. Darum sind auch die Ausgangssperren ein ganz wichtiger Schritt. Weitere Symptome neben dem Husten sind eben Fieber, Kurzatmigkeit und Müdigkeit. Das heißt, die Symptome sind ähnlich wie eine Grippe. Wie kann ich das Coronavirus jetzt übertragen? Am wahrscheinlichsten übertrage ich es durch Tröpfcheninfektion. Das heißt, ich huste oder nieste und eine andere Person ist im selben Raum wie ich und atmet das dann ein und nimmt somit das Virus auf. Das heißt, was kann man dagegen machen? Mindestens 1 Meter Abstand, besser 2, und husten oder niesen in die Ellenbogenbeuge. Zweitens geht es über Schmierinfektion. Schmierinfektion, ich huste in die Hand, greife auf zum Beispiel eine Türklinke, jemand anderes greift auch darauf, greift sich mit der Hand ins Gesicht und kann das Virus aufnehmen. Über die Hand ist es unwahrscheinlich, das Virus aufzunehmen, weil die Haut eigentlich sehr dick ist und diese Viren gut abwehren kann. Aber wenn man auf die Schleimhäute greift, dann können die sehr, sehr schnell eindringen. Deswegen soll man sich auch nicht ins Gesicht greifen. Diskutiert wird auch noch ein Übertragungsweg über die Luft. Das kam daher, weil sich auf einem Kreuzfahrtschiff relativ viele Menschen angesteckt haben. Wahrscheinlich wurde da eben dieses Virus über die Klimaanlage in die anderen Räume verteilt und viele Menschen haben sich angesteckt. Was man dagegen machen kann, ist eigentlich hauptsächlich lüften, um viel frische Luft in den Raum zu bringen. Brauche ich jetzt Desinfektionsmittel? In vielen Apotheken ist Desinfektionsmittel ja mittlerweile ausverkauft, aber die gute Nachricht, man braucht zu Hause eigentlich kein Desinfektionsmittel. Es genügt auch ganz normale Seife. Wenn man sich ordentlich die Hände wäscht, zerstört man die Lipid-Doppelschicht vom Virus und tötet das Virus damit ab. Desinfektionsmittel sind hauptsächlich praktisch, um Türklinken und so weiter zu desinfizieren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch noch die Basisreproduktionszahl. Die Basisreproduktionszahl gibt die Anzahl der Menschen an, die ein Infizierter weiter anstecken kann. Bei Masern ist es zum Beispiel 20, das heißt, ein Masernpatient kann 20 weitere Menschen mit der Krankheit anstecken. Bei der Influenza, bei der Grippe ist es ca. 1 bis 2 Menschen, die pro Infizierten angesteckt werden, bei Corona etwa 3. Das heißt, Corona ist zwar ein bisschen ansteckender als die normale Grippe, aber deutlich weniger ansteckend als zum Beispiel Masern. Wie lange ist das Corona ansteckend? Also die Zahl der Erkrankten kann ja nicht ewig weitergehen, weil zum Beispiel in Österreich können maximal 8 Millionen Menschen angesteckt werden, weil mehr Menschen gibt es nicht. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn die Herdenimmunität erreicht ist, kann die Zahl der Erkrankten nicht weiter ansteigen. Die Herdenimmunität ist erreicht, wenn ca. 50% der Menschen immun sind gegen das Virus. Und immun sind die Personen, die entweder erkrankt sind und die Krankheit überstanden haben oder die zum Beispiel geimpft sind. Das versucht man eben auch mit der Grippeimpfung zu erreichen. Wenn sich ca. die Hälfte aller Menschen gegen die Grippe impfen würde, würde es diese jährliche Grippewelle nicht geben. Aber es lassen sich aktuell nur ca. 10% impfen, das heißt, wir haben jedes Jahr eine Grippewelle. Hilft Antibiotikum gegen Coronaviren? Nein, Antibiotikum hilft überhaupt nicht dagegen, weil Antibiotikum hilft gegen Bakterien, das sind Lebewesen. Viren sind wie gesagt keine Lebewesen und können daher vom Antibiotikum nicht zerstört werden. Wenn man jetzt krank ist, erfolgt eine symptomatische Behandlung. Es gibt ja noch keine Medikamente gegen das Coronavirus, weil die Krankheit noch relativ neu ist. Es erfolgt eine symptomatische Behandlung, das heißt, ich kann fiebersenkende Mittel bekommen, ich kann Tabletten gegen Kopfschmerzen bekommen, um eben die Symptome zu bekämpfen. Wer ist wie stark betroffen? Das hängt vom Alter und von den Vorerkrankungen ab. Kinder und Jugendliche merken oft nicht einmal, dass sie krank sind. Sie können aber das Virus trotzdem übertragen. Darum ist es wichtig jetzt, auch wenn ich mich als Kind oder als Jugendlicher gesund fühle, nicht zum Beispiel zu meinen Großeltern zu fahren, weil ich kann das Virus übertragen und bei denen kann sich die Krankheit dann sehr viel stärker auswirken und die können dann auch daran sterben. Außerdem sind deutlich mehr Männer als Frauen von schweren Verläufen betroffen. Warum das so ist, weiß man nicht. Ab ca. 55 Jahren steigt die Mortalität an. Das heißt, ab diesem Alter sollte man wirklich nicht mehr rausgehen, weil dann ist es schon eher wahrscheinlich, dass man stirbt. Bei Personen über 80 sterben ca. 14%. Aber auch für junge Menschen kann die Krankheit gefährlich sein.
zum Beispiel wenn man Vorerkrankungen hat. Wichtige Vorerkrankungen sind zum Beispiel Diabetes oder Bluthochdruck. Dann kann auch bei jüngeren Personen die Krankheit einen sehr schweren Verlauf haben. Und auch wenn man keine Vorerkrankungen hat, kann man wochenlang im Krankenhaus liegen oder sogar sterben. Als Beispiel wird da oft der Li Wenlang genannt, der Arzt, der als Erster auf dieses Coronavirus aufmerksam gemacht hat. Er ist heuer im Alter von 34 Jahren ohne Vorerkrankung an dem Virus gestorben. Wie viele Personen sind jetzt aktuell infiziert? Das weiß man nicht. Man weiß nur, wie viele von den Getesteten infiziert sind. Und die Tests sind sehr, sehr zeitaufwendig. Der Test wird mittels Polymerase-Kettenreaktion durchgeführt. Das heißt, man nimmt einen Abstrich aus dem hinteren Rachenraum, repliziert die DNA im Labor und untersucht dann die DNA auf Sequenzen, die für dieses Coronavirus typisch sind. Dieses ist sehr zeitaufwendig und wir können momentan in Österreich nur ca. 1500 Tests pro Tag durchführen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt deutlich mehr zu testen, aber das können wir momentan in Österreich nicht, weil wir die Kapazitäten schlicht nicht haben. Wie lange müssen die Maßnahmen jetzt noch aufrechterhalten bleiben? Das weiß man nicht. Wir versuchen jetzt die Kurve möglichst flach zu halten, das heißt, dass eine Person möglichst wenige andere Leute ansteckt. Momentan ist es gefährlich, weil auch die Grippewelle ihren Höhepunkt hat. Das heißt, die Betten in den Krankenhäusern sind mit Grippepatienten belegt und wenn jetzt zusätzlich noch die Corona-Patienten ins Krankenhaus kommen, könnte das knapp werden. Außerdem haben zum Beispiel Grippeviren, die sind im Sommer nicht so ansteckend, weil die Wärme empfindlich sind. Wie sich das beim Coronavirus entwickelt, weiß man nicht, weil es das noch nicht so lange gibt. Man versucht jetzt den Höhepunkt der Corona-Pandemie hinauszuzögern, so lange bis im Idealfall Medikamente entwickelt wurden oder bis es einen Impfstoff gibt. Aber um diesen Impfstoff tatsächlich zuzulassen, gehen Experten aus, dass das noch mindestens ein Jahr dauert. Erst wenn dieser Impfstoff tatsächlich vorhanden ist, kann man die Menschen immunisieren und über die Herdenimmunität, die vorher schon angesprochen wurde, auch nicht geimpfte Menschen schützen. Außerdem weiß man nicht, ob das Virus mutiert. Viren haben ja nur eine RNA, eine Ribonukleinsäure. Das heißt, wenn in der Vermehrung des Virus ein Fehler passiert in der Ribonukleinsäure, wird das höchstwahrscheinlich nicht auffallen. Darum können Viren sehr, sehr leicht mutieren. Das ist zum Beispiel auch beim Grippevirus der Fall. Darum muss man sich auch jedes Jahr neu impfen. Jedes Jahr verändert sich das Grippevirus ein bisschen. Darum muss man sich auch jedes Jahr neu impfen dagegen. Ob das Coronavirus genauso mutiert, weiß man nicht. Es kann sein, dass es da auch Proofreading-Elemente gibt, aber das ist noch nicht so weit erforscht. Tatsache ist, es ist schon einmal mutiert, weil bei Fledermäusen wurde dieses Virus schon vor sehr, sehr langer Zeit nachgewiesen. Allerdings musste es einmal mutieren, um von Mensch zu Mensch übertragen werden zu können. Wie das weiter sich entwickelt, weiß man einfach noch nicht. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören bei euch. Ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, dann versuche ich das zu beantworten.